Willkommen zurück auf meinem Channel zum ersten Mal in diesem Jahr. Ich habe die Gelegenheit genutzt und werde zum ersten Mal oder meinen ersten Ride meinen kleinen Jungs widmen. Das gehört denen, den Ga und den Joe. Das ist der Ga, nein, das ist der Joe. Und der Ga ist da hinten und versteckt sich ein bisschen. Auf jeden Fall, wir sind hier in der Nähe von einem wunderschönen Schönbuch. Es geht hier um den Schaffhauser Trail. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann auf der Cam. Auf jeden Fall, ich denke mal, das wird ein lustiger Tag. Es wird auf jeden Fall extremst vermatscht. Da vorne haben wir den Eingang. Ich sehe schon, da ist eine riesen Pfütze da vorne. Das heißt, wir werden extrem schmutzig nach Hause kommen und die Fahrräder dürfen dann nicht ins Wohnzimmer rein. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß damit und ja, wir sehen uns auf dem Trail. Da qua a destra. Ja, so sieht es halt aus, wenn man unbedingt Trail fahren will und es voll vermatscht ist. Okay, das wird wieder mal ein Tag. Attenzione a destra! Oh, lo slam! Oh mio Dio! Vai Joele! Vai! Slam! Dove vai? Bravo, 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 bravo! This is a good line! Ui, ui. Forza Joele! Vai! Vai amore! Di qua! Sì, amore. Aspetta. Oh no, ciò già finito. Also, wir haben uns umentschieden, irgendwo anders hinzufahren, weil hier sind nicht nur Pfützen, sondern ganze Seen an Matsch. Und ich glaube, die kommen nicht auf der anderen Seite raus. Oh, 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 oh. Più veloce! Cambia marcia! Un match! Un match! Ok. Stai, stai su! Oh mio Dio! Bravo! Oh mio Dio! Sono fra! Stai fermo! Also, wir versuchen jetzt einen anderen Trail, das ist der Einstieg zur Ranzenpuffertour. Keine Ahnung, wo der uns hinbringt.
Ich sehe ihn auch nicht richtig gesagt, aber wir werden sehen. Ich fahre mal vor, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Gabi, Gabi, Gabi. Ok, da testa te l'hai dato, il manubio. Hoppa! Schnell! Veloce! Accelera Joel, accelera! Su, Sederino, su! Erster Austritt 2022, erster Austritt mit neuen Bikes, Track and Marine, auf der Suche nach dem Trail-Einstieg. Joelle, stopp! Hi. Joelle ist schon weg. Der ist schon weg. Okay, ich fahr schon los, Gabi, wenn du so lange brauchst. Joelle, stopp! Stopp, Joelle, fermati! Wer fährt das Piano? Schmatsch. Papà, visto me? No, è troppo lontano. Oh. Allora, non lo so cosa cos'è, però so che c'è qualcosa di bello. Vedete che sono i Wurzeln sind sehr rutschig. So, da wir in der Pampa waren oder sind, dachte ich mir, irgendwas Highlight-technisches muss ja doch reinkommen in diese ganze Tour. Das ist nicht unbedingt jetzt da. Brüller. Jetzt habe ich, glaube ich, einen versteckten, nicht bekannten Spielplatz gefunden. Was aber richtig cool ist, so richtig naturbelassen. Aua. Wir haben hier einmal ein Zirkuszelt, Indianerhütte oder keine Ahnung was. Aber sieht cool aus. Dann haben wir hier. Oh, die sind aber richtig schön. Das ist ein Indianerdorf, glaube ich. Also ein Indianerdorf für Kinder. Kleinen Tisch zum Essen. Nochmal einen Tisch zum Essen. Und hier haben wir doch was richtig Cooles. Guck mal das an. Keine Ahnung, was das sein soll. Traumfänger wahrscheinlich. Ein Buch. Okay. Sehr, sehr cool gemacht. Gut, meine Jungs da hinten sind schon fleißig am Werken und am Zocken, am Spielen. Hier haben wir ein kleinen Kreis, Sprechkreis heißt es, keine Ahnung. So, hier nochmal zurück, ich glaube, mein Akku verabschiedet sich gleich, ich muss einen neuen reintun. Ja, dann haben wir, wie gesagt, hier einen kleinen Spielplatz gefunden. Unsere Bikes da hinten und da unten ist noch etwas, was die Jungs noch nicht kennen. Da gehen wir auch gleich hin. Also, bis gleich. So, auf geht's. Zeig mal, was du kannst. Oh. Warte. So, Sederino. Das könnte etwas rutschig werden.
Hai visto, hai visto, hai visto, hai visto? Non fare così, fallo col dietro, non col davanti. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Okay, zweiter Akku der GoPro ist drin. Wir sind hier auf einem wirklich schönen Plätzchen gelangt. Idyllisch. Hat auch was von Downhill, aber ich glaube, das ist nicht dafür gedacht. Wobei man nicht sehr richtig tun könnte, so eine Art Trails gibt es ja auch. Aber dann habe ich sowas wie das hier. Meine zwei Jungs, die haben ein kleines Bach, oder ich habe ein kleines Bächlein gefunden. Mit einem Weg, das auch dementsprechend wieder hochfährt, hoch zu steigen. Und ich muss sagen, das ist sehr richtig, richtig wunderschön gemacht. Ja. Also hat was von so einem kleinen Indianerdorf mit ein bisschen Sitzgelegenheiten, eine kleine Hütte da hinten, Zelt, Traumfänger, der da an den Baum hängt. Und wie gesagt, da sind wir gerade runtergefahren. Und jetzt gehen wir mal kurz hier den Bächlein dann rüber. Zwei, auf geht's. Jetzt haut sich gleich hin. Jo. Ja, mal hoch. Mal sehen, was uns da oben erwartet. Aber ich muss sagen, wunderschöner Platz. Ma perché di là? Ma Gioele, veloce! Forza! Guarda che c'è qua! Un Sitzkreis, faccio un slackline. Ja, das ist ein Waldkindergarten. Hier gibt es ein Foto mit den ganzen Kindern. Und da steht, wir sind der Waldkindergarten, bitte lasst unsere Sachen in Ruhe. Ja, das heißt, was heißt in Ruhe? Einfach nicht kaputt machen vielleicht in erster Linie. Aber das ist alles wirklich, das sah Kindergarten aus, ja. Das ist ein reines Waldkindergarten. Wahrscheinlich sitzen da die Lehrer. Oder die Erzieherinnen und die Kinder sitzen dann da und dann wird gesungen. Was ist das hier? Eine Feuerstelle. Was haben wir hier? Ah, eine Wippe, die auch funktioniert. Ragazzi, adesso proprio piano piano. Dovremmo andare, ok? Gioele, scendi. So. Ja, und genau so endet es meistens dann auch immer. Wenn mal so eine Steigung da ist wie jetzt. Und die ist nicht klein, das gebe ich zu. Aber dann darf ich einmal schleppen. Vom Kleinen. Und meins. Dessen Helm. Bin an der Packesel. Bis es wieder einigermaßen flach ist, dann darf ich es wieder zurückgeben. Es könnte auch sein, dass es jetzt wahrscheinlich eine Weile dauert, bis die zwei da den Berg hochkommen. Okay. Ich mit meiner Matte, aber ich kann nicht mehr, mein Helm war nicht zum Schwitzen gebracht. Ja, was soll ich dazu sagen? Immer wieder ein Abenteuer mit den zwei.
Macht aber wie immer Spaß. Ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, das Video anzuschauen. Mich würde es freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst für das Video. Gerne könnt ihr den Channel abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, wie immer, sehen wir uns zum nächsten Video. Passt auf euch auf und bye bye.